Hallo, ihr wundervollen Wesen. Ich grüße euch aus dem verschneiten Berlin. Ich hatte heute Morgen bei Alberto Villoldo weitergelesen. Ich beschäftige mich ja schon eine Zeit lang mit den schamanischen Praktiken aus Südamerika und stelle immer wieder fest, dass es eben auch Parallelen gibt zu dem Schamanismus in Japan und vermisse das ein wenig in Deutschland und bin schon der Meinung, dass da vieles auf der Strecke geblieben ist und ja letztendlich im Einheitsbrei verschüttet gegangen ist. Ich komme nochmal auf das Thema Heilung. Ich habe ja vor einiger Zeit hier über Trauma, Trauer und Heilung gesprochen und bin inzwischen auch davon überzeugt, dass wir natürlich als Gesellschaft in einem traumatisierten Land leben und diese Traumata sich auch von Generation zu Generation übertragen haben. Insofern glaube ich, dass wir da in die Tiefe gehen müssen. Und ich spreche da natürlich auch von mir, aber wenn du dieses Video gerade siehst, dann bist du möglicherweise genauso davon betroffen. Und es ist nicht immer klar, wie es sich zeigt und wo wir plötzlich im Leben Probleme haben, die wir uns eigentlich so richtig gar nicht erklären können. Und diese Dinge sind halt tief im Körper manifestiert, haben aber letztendlich einen seelischen Ursprung. Und wir können das auch nur in dieser Tiefe in die Heilung bringen. Auch das ist mir inzwischen immer klarer geworden. Nur ist dabei natürlich die Frage, wie bringen wir das in die Heilung? Und ganz klar scheinen sich eben die Fachleute darüber einig zu sein, dass das durch körperliche Bewegung passiert. Ob das ein Zittern ist oder ob das andere Bewegungen sind, auf jeden Fall können wir das auf der körperlichen Ebene behandeln, aber noch viel wichtiger eben auf der geistig-seelischen, spirituellen Ebene. Und dafür einen Zugang zu bekommen, das scheint mir die Herausforderung unserer heutigen Zeit, da einen Zugang zu finden, wie man selbst sich heilen kann und wie man da langfristig in eine ganzheitliche Heilung kommt. Und ich habe kurz vor diesem Video darüber nachgedacht, dass wir natürlich einige körperliche Symptome heute mit der Schulmedizin super behandeln können. Wir können Medikamente verschreiben, wir können etwas einnehmen, wir können auch etwas wegschneiden und operieren und all das funktioniert. Aber wir beseitigen damit natürlich nicht die Ursache. Und klar ist auch, dass Menschen, die zwar das Gleiche tun, zum Beispiel rauchen oder andere schädliche Substanzen zu sich nehmen, dass der eine gesund bleibt und der andere eben krank wird. Und in dem einen Fall nehmen wir Medikamente, um das wieder zu korrigieren, oder wir müssen eben gar einen Tumor wegschneiden oder ähnliches. All das macht natürlich komplementär Sinn und es macht auch Sinn, das alles zusammenzuführen. Aber wenn wir langfristig gesund bleiben wollen und auch uns gesund halten wollen, dann scheint mir ein anderer Weg sinnvoller. Wenn dich das interessiert, nimm gerne mit mir Kontakt auf und wir kommen ins Gespräch und
können uns darüber austauschen, über deine Erfahrung, meine Erfahrung. Und ich freue mich auf dich und bleib schön gesund. Dein Mario.